Meine Predigt heute heißt Ein geniales Leben. Und es mag den einen oder anderen kritischen Menschen geben, was ja auch keine grobe Sünde ist, der Dinge mal eher hinterfragt. Und der sagt, ja, ist schon wieder so ein oberflächliches Wohlfühlding und so weiter. Aber ich glaube, es geht hier um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass ich davon überzeugt bin, dass Jesus für jede Generation die Antwort auf ihre Fragen hat. Und dass die Antworten der unterschiedlichen Generationen sehr unterschiedlich sind oder die Fragen sehr unterschiedlich sind. Ich sage mal ein Beispiel. Martin Luther. Vor 500 Jahren, ich behaupte mal Reformationszeit, haben sich mehr Deutsche bekehrt als jemals zuvor in der Geschichte oder danach. Ja? Woran lag das? Martin Luther hatte eine Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Der hat sich gepeitscht, kasteit, die Kirche hat dafür gesorgt, dass alle Angst vor Gott hatten, alle hatten Angst vor dem Fegefeuer, alle hatten Angst vor der Hölle, egal was ich lebe, es reicht immer alles nicht. Ja, die Leute lebten mit Angst, Luther lebte mit Angst, dann studiert er den Römerbrief, bekehrt sich und findet diesen gnädigen Gott, findet Vergebung, versteht, was Gnade bedeutet und wie wunderbar und liebevoll und väterlich Gott ist. Das predigt er und es geht viral. Mein Eindruck ist, dass die meisten evangelikalen Gemeinden heute noch mit der gleichen Predigt unterwegs sind. Wir sagen den Leuten, wie sie einen gnädigen Gott finden können. Nur manchmal habe ich den Eindruck, wir beantworten Fragen, die keiner gestellt hat. Und das finden Leute in der Regel nervig. Es ist so ein bisschen jetzt auch in dieser Corona-Zeit, ne? Es gibt Leute, die haben da starke Meinungen. Und es ist egal, worüber du sprichst. Du kannst guten Morgen sagen, du kannst sagen, oh, die Stühle haben eine schöne Farbe. Irgendwie kommen die auf Masken zu sprechen. Irgendwie kommen die auf Impfen zu sprechen, irgendwie kommen die, also ganz wertfrei. Ich will da keine Position heute Morgen einnehmen. Aber so, wo ich dann denke, hey, das habe ich nicht gefragt, da will ich gerade gar nicht hin. Und frei nach Mahatma Gandhi, ich erlaube keinem Menschen mit seinen schmutzigen Schuhen durch meinen Kopf zu laufen. Da habe ich ja noch was zu sagen. So, so nerven manchmal religiöse Leute, egal ob Zeugen Jehovas oder wir, wenn wir irgendwo sind, mit so einem Missionsding, was ja gut ist an für sich, und wir beantworten Fragen, die einfach keiner gestellt hat. Was ist denn eine Frage, die heute gestellt wird? Nun, ich würde sagen, heute ist die Zeit, in der die Frage gestellt wird, wie kriege ich ein pralles, befriedigendes, überfließendes Leben? Mache ich genug aus meinem Leben? Ja? Zugegeben, es sind Luxusfragen, die auch dem Wohlstand entspringen, aber das ist ja nun mal unsere Realität, dass es uns relativ gut geht. Ja? Heute sitzt du mit 38 an deinem Day Off in einem trendigen Café, rauchst ein Zigarello, nur einen im Monat, ja, und der Bio. Und sprich Sätze wie, ach weißt du, ich könnte mir vorstellen, mit meinem Leben nochmal was ganz anderes zu machen. Das sind Luxusprobleme, die wir da haben. Ne? Früher ging der Kampf ums Überleben, die Kinder lebendig durch den Winter zu kriegen, irgendwie die Kartoffeln reinzubringen, das waren ganz andere Themen. So, heute ist die Frage nach einem genialen Leben. Und wisst ihr, Jesus sagt etwas dazu. Jesus ist auf der Reise durch Samarien, das ist sehr ungewöhnlich, Juden gehen nicht durch Samarien, aber er hatte dort etwas, was Gott für ihn vorbereitet hat, ein Gespräch mit einer Frau. Er kommt also nach Samarien, er ist den ganzen Tag gelaufen, er hat Hunger, er hat Durst, er ist fertig. Da sitzt diese Frau an dem Brunnen, er hat natürlich nichts, womit er schöpfen kann, und er sagt zu dieser Frau, ob sie ihm nicht ein bisschen Wasser geben könnte. Und diese Frau kann das überhaupt nicht glauben. Du als Jude redest mit mir als Samariterin. Das zeigt euch mal, wie abgrundtief die Verachtung und der Hass von beiden Seiten war. Ja? Und dann sagt Jesus was Interessantes. Er sagt, Johannes 4, 13, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Damit konnte diese Frau viel mehr anfangen als wir heute. Wir haben gerade schreckliches Hochwasser erlebt und ja, ich kenne auch einige der Opfer. Ganz winziges bisschen war ich auch betroffen, aber nicht der Rede wert im Vergleich zu anderen Menschen. Und für uns ist Wasser so etwas Selbstverständliches. Ja, das
In der Rest der Welt musst du das mal erzählen, dass unser Klospülwasser, dass das Trinkwasserqualität hat. Leute, das ist für uns so selbstverständlich, so bin ich aufgewachsen, ich kannte es nie anders. Was für ein Wahnsinn, Trinkwasserqualität läuft durch unsere Klos. Wir haben halt in diesem Teil der Welt viel Wasser. Dort in Israel ist es sehr, sehr trocken. Ja? Jesus war unterwegs und Wasser ist Leben, das hat jeder dort verstanden. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Das ist das Lebenselixier. Das verbindet uns übrigens auch mit allen Schöpfungsgenossen, ob Pflanze oder Tier. Wir alle sind von Wasser abhängig. Wir alle sind von Wasser abhängig. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Das wusste diese Frau noch viel, das konnte man noch viel mehr nachempfinden, als wir das heute vielleicht können. Aber dann wechselt Jesus das Thema, schon in unserem Text, und spricht eben vom Wasser des Lebens. Und hier reden wir von einem geistlichen Leben. Erst ist das Gespräch über Wasser und dann lenkt Jesus das auf lebendiges Wasser. Der Mensch ist nämlich nicht nur Körper, der völlig auf Wasser angewiesen ist, sondern der Mensch ist auch Geist. Er ist im Ebenbild Gottes geschaffen und sehnt sich nach geistlichem Wasser. Es gibt etwas, was unseren inneren Durst stillen kann, den jeder Mensch hat, wenn er dieses geistliche Wasser nicht hat. Und Jesus sagt, das wird durch mich befriedigt. Wer an mich glaubt, der bekommt lebendiges Wasser. Und dieses lebendige Wasser, Achtung, es wird zu einer Quelle in dir. Du musst nicht immer wieder kommen und sagen, Herr Jesus, hättest du noch mal einen Schluck? Schon wieder so durstig. Nein, nein, das wird zu einer Quelle in dir. Jesus kommt in dich hinein. Er lebt in dir. Er ist die Quelle des lebendigen Wassers. Das fließt bis ins ewige Leben. Und Jesus sagt, halt dich fest. Wer dieses Wasser hat, wird nie wieder Durst haben. Dein Lebensdurst ist ein für allemal gestillt durch diese Quelle in dir. Das ist schon eine steile Aussage. Was für ein krasses Geschenk, geniales Leben, eine innere Quelle. Zwei Fragen wirft das für mich auf. Das erste ist, wenn das unsere Botschaft ist, Leute, bei Jesus gibt es ein geniales, sensationelles, befriedigendes, sinnvolles Leben. A, wer würde das nicht annehmen? Ich glaube, dass das genau das ist, was die Leute suchen. Wer würde das nicht annehmen? Und gerade in dieser heutigen Zeit der Unverbindlichkeit, früher dachte man, Religionswechsel und dann wirst du hier ausgeschmissen und fliegst da aus dem Verein und was weiß ich. Heute kann man sagen, ach weißt du was, ich nehme ihn einfach mal auf, man kann ja mal gucken, was draus wird. 30 Tage Widerrufsrecht habe ich sowieso. Ne? Und ich versuche das einfach mal, ne? Ob das so hinhaut oder so. Ne? Man sollte meinen, die Leute stürzen sich auf diese Botschaft. Hier gibt es lebendiges Wasser. Und die zweite Frage ist eigentlich die Antwort, glaube ich, auf die erste Frage. Erleben wir als Christen das eigentlich so? Ist das, was wir ausstrahlen, ist das, was unser Leben ausmacht, dass unser Lebensdurst ein für alle Mal gestillt ist in Jesus? Ich glaube, oft ist es, ich weiß von mir, dass es oft nicht so gewesen ist. Und dass ich wieder unterwegs war im Leben und gesucht habe in Hobbys, in allen möglichen Dingen, irgendwie, ne, trotz Jesus. Wie kann das denn sein? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich sage euch, woran es liegt. Ich glaube, es liegt an einem sehr, sehr schlechten Tausch. Wir haben einen Feind, das ist der Teufel, der will uns alles klauen, was Gott uns schenken möchte. Er ist nicht sonderlich intelligent, aber für uns hat es immer gereicht. Ja, er ist auch nicht so kreativ, lässt sich nicht neue, ganz, ganz komplexe Sachen einfallen, sondern er erzählt den gleichen Scheiß seit dem Garten Eden. Immer und immer wieder und Menschen fallen darauf rein und manchmal sogar wir als Christen. Gott beklagt das im Alten Testament und er lässt seinen Propheten Jeremia sagen in Kapitel 2, Vers 13, denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit lebensspendendem Wasser, und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die überhaupt kein Wasser halten. Was für ein krasses Bild. Gott ist die Quelle. Er ist der Ursprung. Es gibt kein besseres Wasser, das weiß diese Frau,
als Quellwasser. Wenn du in den Getränkemarkt fährst, dann kannst du auf jeder Flasche gucken, die erzählt dir was von irgendeiner Quelle, woher sie kommt. Ja? Quellwasser. Als Kind, ich bin aufgewachsen, für mich Sprudelwasser hieß Sinzinger. Bei uns gab es immer nur Sinzinger. Ne? Ich dachte, das ist eigentlich der Fachbegriff für Wasser und wusste gar nicht, dass das... Ne? Oma hat immer Sinzinger mit dem einen N mehr, ne? Was ja da gar nicht steht. So, das beste Wasser, was es gibt, ist Quellwasser. Dann gibt es vieles andere. Brunnenwasser ist auch okay. Aus dem Fluss, je nachdem welches Dorf dahin, kann man auch gut trinken. Aus dem Bach, aber nichts ist so gut wie die Quelle. Und jetzt kommt's. Und nichts ist so schlecht wie Wasser aus einer Zisterne. Was ist eine Zisterne? Eine Zisterne ist kein Brunnen. Das ist ein Missverständnis. Wurde mir in der Sonntagsschule gesagt, die hätten Josef in den Brunnen geworfen. Er, Schätzelein, dann wäre er ertrunken. Es war eine Zisterne. Und Jeremia sagt, rissige Zisternen, die gar kein Wasser halten, Josefs Glück. Das Ding war mal wieder leer. Was ist eine Zisterne? Eine Zisterne ist so ein Pool, den du in den Felsen haust und du hoffst dann, so in Israel, alle 3 Jahre könnte es im Tal mal wieder regnen. Du hoffst dann, dass das ganze Wasser da reingeht und dann hast du einen Tag lang schönes Wasser. Es wird immer brauner, immer abgestandener, immer stickiger, immer schlammiger, immer ekliger. Also, es gibt kein besseres Wasser als an der Quelle und es gibt kein schlechteres Wasser als an der Zisterne. Alles Wasser dieser Erde ist eins, aber das ist das Beste und das ist das Schlechteste. Wie schafft es dieser Teufel, Menschen, ja sogar Christen, immer wieder zu verführen, Zisternen zu graben, statt an der Quelle zu bleiben? Wer verführt zu solch einer Dummheit? Und ich glaube, es ist etwas, was wir den Urstolz nennen. Den Urstolz im Menschen, das habe ich selbst gemacht. Das habe ich gemacht, das habe ich geschaffen. Wasser des Lebens ist nämlich umsonst, sagt Jesus. Es ist umsonst, umsonst, umsonst. Und Oma hat immer gesagt, was nichts kostet, ist auch nichts. Das ist so ganz tief in uns drin. Ne? Umsonst. Das bedeutet nämlich, dass wir uns abhängig von Gott machen. Und die Zisterne, und das ist das, was die Menschen so sehr daran lieben, die Zisterne ist machbar. Das ist machbar. Du kannst am Ende sagen, ich habe gesorgt, ich habe die Zisterne gegraben. Und wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, deswegen sagte ich, der Teufel ist auch nicht sonderlich intelligent, ist das abgrundtief bescheuert. Denn da in Israel, wo du deine Zisterne in den Felsen gehauen hast, Schätzelein, was glaubst du denn, wer den Regen schenkt? Versteht ihr? Abhängigkeit von Gott ist eine menschliche Realität, ob du dran glaubst oder nicht. Ja, da hast du dieses Ding ausgehauen, da wechselst du vom besten Wasser, das es überhaupt gibt, dem Quellwasser, aber in Abhängigkeit von Gott, zu einer Unabhängigkeit von Gott, zum Machbaren. Und das habe ich selber ausgehauen. Ja, aber bitte mal, Schätzelein, das Wasser, was da drin ist, das eklige Zeug, der Regen, wer hat den denn geschenkt? Denn er lässt seine Sonne scheinen auf Gerechte und Ungerechte und er lässt es regnen auf Böse und Gute. Gott schenkt das Wasser. Und du bist kein bisschen unabhängig von Gott geworden. Es gibt dir nur dieses stolze Gefühl des Machbaren und dann sitzt du da mit dieser fiesen, ekligen Plörre und dein Leben ist voller Lebensdurst. Worüber ich spreche, ist, ich spreche über Religion statt geistlichem Leben. Geistliches Leben findet an der Quelle statt. Religion, da ist dann so mehr das Machbare im Vordergrund. Ich sag mal, zum Beispiel Gemeinde. Theologen treffen sich und erörtern Fragen der Endzeit und sagen griechische und hebräische Worte und sagen, was Karl Barth dazu gesagt hat und wie John Wesley darüber gedacht hat und streiten miteinander und machen ein Papier. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn Gott sich freinehmen würde an dem Wochenende, ich glaube nicht, dass es einer merken würde. Ich glaube, das geht auch so. Also nichts Böses, ne? keine Sünde oder was, aber es geht auch so. Das machen auch andere Theologen von anderen Religionen. Oder eine Jahreshauptversammlung, Kassierer entlasten, neuen Vorstand wählen. Ich glaube, Gott könnte ein Sabbatical machen, ein ganzes Jahr. Ich glaube, das kriegen wir auch so hin.
Das schafft jeder Kaninchenzüchterverein. Oder so ein bisschen Traditionen bewahren. Weihnachten, das ist doch so schön, wenn die Kinder ein Krippenspiel aufführen und jedes Jahr freuen wir uns drauf. Dürfen wir auch. Ich bin nicht gegen Traditionen. Ich bin gegen Traditionalismus. Das ist immer, wenn wir irgendwas machen, wo wir gar nicht mehr wissen, warum. Nur weil wir es immer gemacht haben. Aber wenn uns das erfreut, ja. Aber all das geht auch irgendwie so. Es ist alles so machbar. Wenn wir in der Abhängigkeit von Gott sind, das bedeutet, dass wir ihm völlig vertrauen. Es bedeutet zum Beispiel, dass Gebet nicht irgendwas ist, was du dir immer wieder vornehmen musst. Der Prediger sagt, wir müssten mehr beten. Und du sagst, ach ja, meine Güte, ich schreibe mir das auf. Jetzt wirklich jeden Tag mache ich von dann bis dann so meine Gebetszeit. Nein, Leute, die um ihre Abhängigkeit von Gott wissen, die wissen, alles kommt aus Gottes Hand. Jede Begegnung, alles, was mir heute begegnet, ich bin abhängig von Gott, die reden mit ihm. Die reden mit ihm, die haben eine Begegnung und sagen, Herr Jesus, was war das denn jetzt? Was kann ich hier lernen? Oder was ist denn mit dem los? Oder keine Ahnung. Die sind mit Gott unterwegs und die hören auf Gott. Und die werden verändert. Menschen, die in der Abhängigkeit von Gott leben, erkennst du zum Beispiel daran, dass sie sehr großzügig sind. Ja? Ist doch klar, überleg mal. Jemand kommt aus der Wüste, so ein Pilger. Tagelang nichts getrunken, die Lippen sind aufgeplatzt durch die Sonne, ja, er kommt. Und du bist an der Quelle des lebendigen Wassers, du hast den ganzen Tag da drunter gestanden, weil es so heiß ist, hast dir gerade zum dritten Mal die Haare gewaschen und getrunken und du siehst diese Pilger und du sagst, hey Pilger, komm hier, hier ist eine Quelle lebendigen Wassers. Und der Pilger sagt, oh, darf ich echt? Aber klar, es ist nicht meine. Die Quelle ist, die gehört sich quasi selber. Komm, und dann steht ihr da und du teilst. Und nein, du teilst nicht, du lädst ihn ein. Es ist genug für alle da. Anders sieht es aus, wenn dieser Pilger an deiner Zisterne vorbeikommt. Kann ich einen Schluck? Moment. Wenn ich mich hier in der Wüste rumtreiben würde, statt Verantwortung zu übernehmen und ich hier eine Zisterne gegraben hätte für meine Kinder und für meine Frau, verstehst du? Hier kann nicht jeder, da muss er selber mal und so. Ne? Großzügig sind wir immer dann, wenn wir selber reich beschenkt sind, wenn wir aus der Fülle kommen. Ja? Es macht uns zu großzügigen Christen und an der Quelle leben macht jeden Tag deines Lebens zu einem Abenteuer mit Gott. Weil du, alles, was du erlebst, erlebst du mit Gott. Du bist mit ihm darüber im Gespräch. Du bist mit ihm verbunden. Zisterne ist Religion, ist machbar. Aber diese Verbundenheit mit Gott, und das ist vielleicht eine richtig gute Entscheidung heute Morgen, es verändert uns so sehr. Und so vieles, was uns so schwer fiel, wo wir denken, ja, das gehört zum Glauben dazu und fällt uns nicht mehr schwer, weil wir werden einfach verändert. Menschen, die nichts verändert einen Menschen so wie Gnade. Ach, was, da sind wir wieder bei Luther. Was tut mir das leid, wie viele Prediger das nicht verstanden haben. So, Gnade, ja, ist ein Thema, aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, Gott ist ja auch heilig. So, ne? Und so laufen die meisten Christen mit einem schlechten Gewissen rum. Und wie würden wir uns verändern, wenn wir auf die Quelle lebendigen Wassers setzen würden und in dieser Beziehung zu Gott jeden Tag leben würden? Jeder einzelne Tag wird zu einem Abenteuer mit Gott. Ich glaube, dazu lädt uns Gott heute ein. Ich würde sehr gerne noch mit uns beten und dann im Anschluss darf ich mit euch diesen Film teilen über Schlussstrich. Aber das war mir heute doch ganz besonders wichtig auf dem Herzen, euch zu sagen, euer Vater lädt euch ein und sagt, Kinder, abhängig von mir seid ihr so oder so. Das ist jeder Mensch, jeder Ungläubige, jeder Atheist, jeder Satanist, jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze. Wir sind in seiner Hand. Und wer das bewusst lebt, der hat ein pralles, zufriedenes, geniales Leben. Herr Jesus, wir danken dir so sehr für deine Gnade. Wir danken dir für all das, was du uns Menschen schenkst und was du uns Menschen bist. Und ich bitte dich, dass jeder Einzelne jetzt in diesen Momenten vielleicht auch diese Entscheidung trifft, zu sagen, ja, ich will das festmachen. Ich will das ganz neu festmachen. Ich will mit dir unterwegs sein, Jesus. Ich will nicht Religion, ich will nicht das Machbare. Ich will mit dir im Gespräch sein. Ich will mein Leben mit dir teilen und ich will erleben, wie diese Quelle lebendigen Wassers in mir nicht aufhört zu sprudeln. Und mein ganzes Leben so positiv macht, so hoffnungsvoll macht, so dynamisch macht. Jesus, danach sehen wir uns so sehr. Danke, dass die Einladung zur Quelle des Wassers des Lebens eine Einladung zu einem Leben mit Gott selbst ist.
und dass du die Quelle dann in uns bist. Ich danke dir so sehr. Amen. Kinderprostitution ist ein schreckliches Wort, das man eigentlich weder hören und erst recht nicht aussprechen mag. Vor allem aber ist es eine unbeschreibliche Not für viele Millionen Jungen und Mädchen auf der ganzen Welt. Die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen ist eine der schlimmsten Menschenrechtsverletzungen weltweit und hat sich in den letzten Jahren zu einem enormen Markt mit riesigen Gewinnspannen entwickelt. Ein Multimilliarden-Euro-Geschäft. Im Jahr 2011 gründet der Singer-Songwriter und Pastor Uwe Schäfer gemeinsam mit einigen Freunden den Verein Schlussstrich, um aktiv etwas gegen dieses furchtbare Unrecht zu unternehmen. Seine Konzerte sollten fortan nicht nur gute Unterhaltung und Gedankenanstöße über Gott und die Welt bieten, sondern konkret etwas zu diesem leidvollen Thema bewegen. Schlussstrich ist ein Förderverein. Das bedeutet, dass wir auf den Konzerten über die unfassbare Not der Kinder berichten und Spender rekrutieren, dass wir gute Projekte in aller Welt mit Finanzen ausstatten können, die diesen Kindern wirklich zu helfen wissen. Steffi Hölscher lebt in Köln und ist Richterin. Die Mutter zweier Töchter ist seit 2014 erste Vorsitzende von Schlussstrich und engagiert sich ehrenamtlich und leidenschaftlich für die Initiative. Ich war Ende 2014 auf einem UWX-Konzert. Ich war geschockt und mir war damals nicht bewusst, wie nah vor unserer Haustür, zum Beispiel im deutsch-tschechischen Grenzgebiet, insbesondere Roma-Kinder gnadenlos ausgebeutet werden. Das Konzert hat in mir den tiefen Wunsch ausgelöst, auch etwas dagegen zu tun. Ich habe mir mal die Internetseite von Schlussstrich angeschaut, wo man wirklich eine Menge über den Verein und über seine Projekte erfahren kann. Was mir dabei aufgefallen ist, ist dieser Slogan, der die Vision ganz kurz und knackig auf den Punkt bringt, worum es im Kern bei Schlussstrich geht. Ich erinnere mich noch genau, es war ein sehr besonderer Moment. Wir waren in der Dominikanischen Republik und haben dort eine Organisation kennengelernt namens Mais Ekpat, die fantastische Arbeit machen und die wir seitdem auch unterstützen. Und da gab es diesen ruhigen Moment. Ich stand alleine am Strand und da kamen so diese drei Worte, so als Ganzes, in mein Herz, in meinen Sinn, die wir seitdem benutzen, um unseren Auftrag zu beschreiben. Bewahren, befreien, Stimme verleihen. Hier in der Startleiste sehe ich bei den Projekten eines, das vermutlich in die Rubrik Bewahren gehört. Es geht um eine Initiative in Berlin, die Berliner Jungs, die sich zum Auftrag gemacht hat, gefährdete Jungen vom Kinderstrich fernzuhalten. Eine Studie in Berlin hat belegt, dass 95% der Jungs, die auf dem Kinderstrich landen, vorher schon in ihrem nachbarschaftlichen oder familiären Umfeld sexuell missbraucht worden sind. Das heißt, wenn man diesen Missbrauch stoppen könnte, dann würde man viele Kinder vor der Prostitution bewahren. Und genau darum geht es bei unserem Partner, den Berliner Jungs. Die Sozialarbeiter sind mit einem Wohnmobil unterwegs, bei den Plattenbausiedlungen, bei den Spielplätzen, bei den Schulhöfen und sie reden mit Jungs. Sie haben Spielsachen dabei, sie haben Snacks dabei und sie reden mit den Jungs darüber, dass ihr Körper ihnen gehört, über sexuelle Selbstbestimmung. Und so verhindern sie Missbrauch. Oder sollte er schon geschehen sein, gibt es Gesprächsmöglichkeiten, das Ganze aufzuarbeiten. Und so wird diese Abwärtsspirale gestoppt und Kinder werden vor dem Strich bewahrt. Hier gibt es auch eine Organisation in Indien mit dem schönen Namen Rescue Foundation. Das steht bestimmt mit dem Thema Befreien im Zusammenhang. In Indien ist Prostitution ein Riesenthema. Dort werden Mädchen insbesondere aus den ganz armen Ländern wie Nepal und Bangladesch verschleppt in Bordelle. Sie werden dort gehalten wie Tiere hinter Gittern und in Verschlägen. Den Mädchen wird erst der Wille gebrochen, durch Hungern lassen, herbeigeführte Drogensucht und mehrfache Vergewaltigung. Dann werden die Mädchen ausgewählten Kunden der Bordelle zur Verfügung gestellt und müssen oft mehr als 20 am Tag bedienen.
Die Rescue Foundation beschäftigt verdeckte Ermittler, die getarnt als Freier in den Rotlichtvierteln nach minderjährigen Mädchen und jungen Frauen suchen, die zur Prostitution gezwungen werden. Gemeinsam mit der Polizei findet dann eine Razzia statt und die Mädchen werden befreit. Die Rescue Foundation hat schon mehr als 6000 Mädchen befreit. Eines dieser Mädchen ist Soraya. Ich habe sie bei unserem ersten Indienbesuch 2016 im Schutzzentrum kennengelernt. Soraya war damals 13 Jahre und 2 Wochen vorher aus dem Bordell gerettet worden. Sie war mit 9 Jahren an einen 40-jährigen Mann verheiratet worden, der bereits eine Ehefrau hatte. Dieser Mann hat sie benutzt, solange er Lust dazu hatte. Und dann hat er sie zu Geld gemacht. So ist Soraya sehr früh im Bordell gelandet. Als ich sie kennengelernt hatte, war sie hochtraumatisiert. Sie hat nicht geredet, aber ich hatte sie oft im Arm. Und immer wenn ich so auf sie geschaut habe, hat mich Fassungslosigkeit und Wut gepackt. Wenn ich darüber nachgedacht habe, was das Mädchen schon erlebt hat. Und doch war ich auch dankbar, dass wir Teil davon sein konnten, dass sie aus dieser Hölle befreit wurde und dass sie nun ein neues Leben hat. Über alle Schlussstrichprojekte wird man hier auf der Homepage wirklich gut und umfassend informiert. Außerdem kann man einen Freundesbrief abonnieren, der 4 bis 5 Mal pro Jahr über Aktuelles aus der Arbeit und den Projekten berichtet. Für alle die, die mithelfen wollen, dass für möglichst viele Kinder für immer Schluss ist mit dem Strich, gibt es hier in der Startleiste auch den Button Spenden. Wir freuen uns über jede Spende, egal ob klein, ob groß, die uns hilft, unseren Kampf um die Kinder weiterzuführen. Ganz besonders hilfreich sind regelmäßige monatliche Spender. So können wir gut einschätzen, welche finanzielle Unterstützung wir unseren Partnerprojekten für das kommende Jahr zusagen können. Wir von Schlussstrich geben ein doppeltes Versprechen. Zum einen versprechen wir, dass wir uns unsere Partner ganz genau angucken. Wir wollen sicherstellen, dass die Gelder gut und effektiv eingesetzt werden und legen großen Wert auf Transparenz und Integrität. Zum anderen versprechen wir, dass jeder Euro, der auf unserem Projektkonto eingeht, 1:1 an die Projekte weitergeleitet wird, ohne Abzug für Verwaltungs- oder Vereinskosten. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die ihr Herz berühren lassen, alle unsere Unterstützer, alle unsere Spender. Ohne euch könnten wir nichts von dem erreichen. Also, auch im Namen der geretteten Kinder. Ganz, ganz herzlichen Dank.